Hermann Fürst von Pückler ist zurück. Bei der Eröffnung des neu gestalteten Gärtchens an der Parkschmiede hat der Fürst am Samstag persönlich vorbeigeschaut. Zum Gartenfestival ist der historische Zaun rekonstruiert worden. Dieser bedeutet Pückler nach wie vor sehr viel. Die alte Parkschmiede war schon immer einer meiner Lieblingsorte. Und der Zaun, der jetzt so wunderbar neu hergestellt wurde, hat mir immer großen Ärger bereitet, weil die Farbe hielt nicht, der Regen wusch die Farbe ab, das Holz quillte auf, und das ist jetzt aber mit einem derartig neuen, wunderbaren Anstrich versehen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich, glaube ich, auch nicht so wie früher große Aufwendungen haben, diesen Zaun so erhalten zu können, wie er jetzt da zu sehen ist. Hochwertig modern und trotzdem im alten Stil. So sieht der historische Zaun aus. 1849 hat Pückler ihn errichten lassen. In den letzten Jahrzehnten ist er zerfallen. Der Förderverein Fürst Pückler in Branitz hat den verlorenen Ort jetzt wiederbelebt. Da die Parkschmiede mal der Haupteingang war, haben wir uns dann gemeinsam gedacht, dann wäre es ja gut, diesen ehemaligen Haupteingang aufzuwerten. Dann wurden die Archivalien, also die alten Rechnungen, Aufzeichnungen, alte Postkarten, alles gesichtet. Und der mit dem Verein sehr verbundene Architekt, Herr Ulrich Sasse, hat dann daraus mittels moderner Technik rekonstruiert. Parkleiter Claudius Wecke spielt mit den Pückler Jagdhornbläsern eine feierliche Fanfare. 23.000 Euro hat der rekonstruierte Zaun gekostet. Das Gärtchen ist noch kahl. In 2 Wochen wird sich das ändern. Dann wird hier bepflanzt. Hermann Fürst von Pückler kommt mit Sicherheit dann auch noch einmal vorbei. An meinen bescheidenen fürstlichen Hof.